Ende April kommen meine Erbsen in den Garten und ich zeige euch hier mal so als kleine Videoanleitung, als Komplettverlauf, wie das mit meinen Erbsen so ist das ganze Jahr über. Wie gesagt, Ende April geht es raus. Ich habe hier die Salzminder Edelperle. Die ist wirklich sehr beliebt und die ist auch ja, wirklich top. Zunächst einmal mache ich im Abstand von ungefähr 40 cm zwei Reihen parallel zueinander. In der Mitte kann ich dann nämlich schön hier eine Ranghilfe aufbauen, wenn von beiden Seiten die Erbsen wachsen. Zum Vorziehen der Reihen nehme ich hier immer einen Rechen und drücke den einfach an den Boden an, das ergibt schöne gerade Reihen. Schöne grüne Erbsen sind das, den Reihenabstand kennen wir schon, jetzt machen wir noch einfach den Abstand in den Reihen. Als Reihenabstand genügen uns ungefähr 4 cm, das heißt, wir können die Erbsen wirklich schön nah zueinander legen. Mein Gott, ob das jetzt 3 cm werden oder 6, 7, das ist egal, einfach so ungefähr nach Gefühl. Aber zur Orientierung, die kann man ruhig schön nah zueinander legen. Hier in der oberen Reihe geht das natürlich ganz genauso, das ist nichts anderes. Jetzt heißt es, das Ganze nur noch mit der Hand zu verschließen und anzudrücken. Das Verschließen sieht einfach so aus. Von beiden Seiten die Erde ein bisschen in die Mitte. Auf der anderen Seite hier genauso. Dann erfolgt abschließend noch das Andrücken, einfach mit einem Rechen hier schön über die Reihen drüber gehen. Haben wir alles schön angedrückt, dann ergibt sich hier so ein Muster. Dann heißt es jetzt einfach nur noch gießen und warten, dass sie aufgehen. So, nach 2 Wochen kommen unsere Erbsen schön durch, auch trotz frostiger Nächte. Das stört die ja nicht. Hier oben ist die zweite Reihe. Was man direkt feststellt, ist, dass es die ein oder andere Lücke gibt. Hier zum Beispiel, ja, da ist ein größerer Bereich, da ist noch nichts aufgegangen. Hier sieht man sogar das Körnchen liegen. Hier warten wir erstmal noch ab, ob die eben ein bisschen länger brauchen zum Keimen. Falls nicht, können wir immer noch nachsehen. Aber so langsam kommen sie. Wir haben jetzt Ende Mai und die Erbsen sehen meiner Meinung nach schon sehr gut aus. Das wurde schön buschig hier überall. Und es gibt jetzt auch keine Lücken mehr, weil die Nachzügler, also die, die etwas später aufgegangen sind, auch schön durchgekommen sind. Aber das ist ganz normal und wie man sieht, wenn man einfach ein bisschen geduldig ist und abwartet, dann ergibt sich hier eine schöne Reihe mit den Erbsen. So, wir haben jetzt Anfang Juni. Die Erbsen haben schon eine gute Größe, sind einigermaßen buschig und jetzt brauchen sie endlich was, woran sie sich festhalten können und ein bisschen hochkriechen. Und dafür nehme ich jetzt ganz einfach, ohne viel Aufwand, so eine halbe Industriepalette. Das waren wirklich so ganz große Industriepaletten. Die habe ich jetzt hier bei der Hälfte gecuttet. Eine Hälfte seht ihr schon da oben. Die hält später die Kartoffeln auf, dass sie nicht rüberfallen. Und die hier kann als Klettergerüst für die Erbsen dienen. Ich denke, das sollte ganz gut klappen. Die können dann quasi hier sich an Stufe 1 festhalten. Und dann können sie noch hier so entlang nach oben zur Stufe 2 kriechen. So, das Gerüst soll natürlich zwischen die beiden Erbsenreihen kommen. Und damit das nicht nach vorne oder hinten wegkippt, mache ich einfach mal ganz einfach hier eine Stütze, da drüben dann eine zweite Stütze, dann kann das nicht mehr hin und her kippen. Okay, die Stütze sitzt jetzt auf jeden Fall bombenfest, da macht auch der Wind nichts aus, wenn da dieses Gerüst damit dran lehnt. Man sieht ja, wie tief die reingegangen ist. Jetzt lehnen wir das Gerüst schon mal an, dann sehen wir, wo wir da hinten herauskommen und wo wir da die Stütze reintreiben. So, das Ganze steht jetzt, das sollte passen, war jetzt nicht allzu viel Aufwand und damit ist es auch in Ordnung, denn es ist relativ schnell gegangen und sollte eigentlich seinen Zweck erfüllen. So, der Blick von der Seite nach hinten, also ich denke, beide Seiten können da jetzt schön hochwachsen, da können sich jetzt die Erbsen auslassen, sollte meiner Meinung nach passen. Also da muss man jetzt nicht
einen riesen Aufwand machen für so ein riesen Gerüst, sondern hier ein paar Minuten investiert und schon passt das Ganze. Allmählich geht es Richtung Ende Juni. Die Erbsen haben jetzt hier ihr Gerüst, das wir aufgestellt haben, schon angenommen. Und man sieht auch hier, es gibt schon die ersten Schoten, die ausgebildet werden. Das geht jetzt gerade richtig los. Hier daneben baumeln ebenfalls Schoten. Das Ganze wird also, man kann dem schon wirklich sehr optimistisch entgegenblicken jetzt. Manche Pflanzen hier hinten sind noch ein bisschen abseits vom Gerüst, aber auch die werden es noch dahin schaffen, um sich festzuhalten. Aber insgesamt, wie gesagt, wird es schon ganz gut angenommen. So sehen meine Erbsen jetzt am 2. Juli aus und wir sehen hier schon sehr viele Schoten. Da tut sich ordentlich was, überall jetzt, komplett voll damit. Ein klein bisschen brauchen sie noch, man erkennt hier so gegen das Licht, dass sie hier noch ein bisschen kleiner sind. Die hier hingegen sind schon erntereif. Auch hier erkennt man schön, dass die noch ein bisschen wachsen müssen. So sieht jetzt die aus, die ich eben geerntet habe. Ein ganz klein bisschen können sie noch wachsen, weil hier noch nirgends eine flache Stelle an den Erbsen zu erkennen ist. Das geschieht erst, wenn sie sich stärker aneinander drängen. Und deswegen warte ich hier noch ein paar Tage und dann werden wir die erste Ernte machen. Aber das sieht sehr gut aus, Leute. Ja, wir haben Ende Juli. Es ist drückend heiß. Und bei manchen Erbsen habe ich jetzt leider den Erntezeitpunkt verpasst, weil ich eine Woche lang nicht da war. Hier bei denen komme ich schon etwas spät. Wie man sieht, die trocknen schon ab, aber die kann ich dann nächstes Jahr als Saatgut verwenden. Also alles halb so wild. So, ich würde vorschlagen, ich beginne einfach mal hier. Ziehe hier den Strauch so ein bisschen nach oben und hier erkennen wir wirklich schöne Schoten. Erntezeitpunkt ist, wenn hier die Schote wirklich prall gefüllt ist und sich nicht mehr wirklich ja, sonderlich stark drücken lässt. So, hier, ich öffne sie nochmal. Und wie man sieht, hier bekommen die Erbsen schon diese Abflachung, die ich schon öfter angesprochen habe. Und sie liegen hier auch wirklich dicht gepackt, also die können wir getrost ernten. Sehen auch wirklich schön aus. Ja, die haben auf jeden Fall eine tolle Größe. Also die sind auch noch wirklich von der Farbe her schön und knackig. Da ist es jetzt auf jeden Fall Zeit zum Ernten. Zum Ernten selbst drücke ich einfach hier oben so ein bisschen mit dem Fingernagel hin, ziehe dann an und habe sie einfach hier runter direkt. Ja, es sind wirklich noch einige sehr schöne dabei, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich werde die restlichen jetzt noch rauszupfen, die noch dazwischen hängen. Ich jedenfalls sammle jetzt noch die restlichen ein, die hier überall noch dazwischen hängen. Freue mich dann hier über die Erbsenernte, das sieht wirklich nicht verkehrt aus. Ich werde das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Und ansonsten kann ich mich hier eigentlich nur noch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen werden.